Okay, Leute, es geht weiter mit Chrono Trigger. Und weiter geht's. Und die beiden sind auf Level 14, wollte ich kurz erwähnen. Hier ist eine Schatztruhe. Mit einem Tonic-Medaillon oder Medizin oder irgendwas, was es heißen soll. Was zur Hölle? Hallo? Okay, da kämpfe ich die oder was ist jetzt los? Keine Bewegung. Wer bist du denn? Hey, es ist der Mann. Danke, danke. Ich bin Applaus gewinnt, Baby. Der Mann. Für Lebensformen wie euch bin ich Johnny. Jetzt spitzt die Ohren. Ein Teil eines alten Highways führt durch diese Ruinen. Interesse an einem Rennen? Nehmt diese Düsenmaschine und kneifen gilt nicht. Weißt du, wie es geht? Nein. Also hör zu, Gas wird automatisch geregelt. Wir fahren also nur schnell. Lenke mit dem Steuerkreuz. Drücke B für den Turboantrieb. Du kannst ihn pro Rennen dreimal benutzen. Und dazwischen muss er sich kurz aufladen. Unten im Bild siehst du deine Position. Nun zeig, was du drauf hast, Baby. Okay, machen das mal. Der B-Knopf, welcher ist das denn? Der Wichser will mich jetzt nicht durchlassen. Diese B-Knöpfe lasse ich bisschen, weil man kann ja nie wissen. Ach, so ist die Taktik. Also man muss immer bei ihm so machen. Okay, so. So. Habe ich gewonnen? Hä, was ist jetzt los? Ihr seid wertlos. Gebt auf und geht nach Hause. Hey Verlierer, man kann rüberlaufen durch die Stadt der Monster. Komm nur wieder, wenn du es draus hast. Also wir können den normalen Weg gehen, also den hier, oder wir nehmen den Turbo-Antrieb. Aber ich will diesen Wichser hier besiegen. Komm. Okay, so. Das ist der Trick. Er darf uns nicht hinten halten. Und so. Und so. So. Gewonnen! Puh auf dein Gesicht! Aber es war knapp. Es war sehr, sehr knapp, aber ich habe gewonnen. Tolle Musik. Ja, krönt mich. Ich bin der Beste. Ich habe ihn besiegt. Din, 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 din. Kleiner Chrono fliegt hier. Yeah, gewonnen. Und was sagst du jetzt dazu? Hä, was sagst du dazu? Hä? Du schlägst mich? Unglaublich, aber ich werde viele Revanchen haben. Komm nur, wenn wir rasen, Baby. Okay, aber erstmal den Weg der Monster angucken, weil wir wissen ja nicht, was für Monster. Ja. Was bist du? Ach, der Mutanten. Wie du teilst dich in drei auf? Okay. Feuerwirbel. Kommt mal ein bisschen näher hier. Hallo, kommt mal ein bisschen näher. Egal, Zyklon hier, komm, fick dich, ihr nervt mich schon jetzt schon. Und wie ich hatte, diese Mutanten hatten ja nicht so viel Leben, oder? Oder doch? Doch, die hatten viel Leben. Okay, komm. Weg mit dir. Was zur Hölle? Ach du Kacke, die sind stärker als die anderen Mutanten. Sehen die auch ein bisschen anders aus? Okay, hier werde ich auch gut leveln. 96. Egal, man muss jeden Ort benutzen, um zu leveln. Zum Glück sind das keine Zufallskämpfe, dann hätte ich keinen Bock mehr zum Leveln. Hier kann man auch keine Speed dazu benutzen, oder? Vielleicht SNES, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Speed-Taste gibt. Ja, fick dich, sock mich nicht alles ab hier. 99. Mädchen, das ist ein Gewehr.
Das ist ein Tritt. 38. Komm, Krono, gib ihm den letzten Schlag. Danke. 200 Schaden. 66 Erfahrung. Oh, ist klar. Jeder von denen gibt 22 Erfahrungspunkte. Ach, das ist sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Die haben sich alle in einer Horde versammelt. Egal, sind sie alle tot. Jetzt sind die alle tot. Das ist sehr, sehr gut. Wir kriegen auch viele Erfahrungspunkte. Okay, wir müssen ihre Feuerwurfattacke da machen. Dann haben wir den Kampf gewonnen. Mit 91 Schaden. Sehr, sehr gut. 70 Erfahrungspunkte. 250 Gil. Oder Gold. Oder Gold. Oder irgendwas anderes. Mit einem Protokoll erhalten. Protokoll. Sortieren. Motorschlüssel. Was ist das denn? Unter verzeichnen Trennpunktzahl. Verzeichnen Trennpunktzahl. Okay. Ich weiß nicht, wozu ich das brauche, aber... Egal, zum Glück sind das zwei davon. Okay, ich glaube, gleich bin ich wieder... Fick dich. 96. 46. Gibst du den letzten Schlag? Nein. Krono, wen greifst du an? Greifst den ja an. Die Mädchen greifen diesen einen Wichser von links an. 96. Weg mit dir. Was zur Hölle? Warum lebt er noch? Oh, so ein... Da fick dich mal mit deinem komischen Penis, der aus Seifenblasen besteht. 37. Komm nicht mehr da sofort, da sind die viel, viel stärker als davor. Boah, das regt mich jetzt auf. 94. Ja, fick dich mit deinem komischen Tritt. 99. Komm, gib ihm den letzten Schlag. 39. Dankeschön, Mann. 44 Erfahrungspunkte. 60 Gil. Okay. Ach, jetzt kommen noch mehr von denen. Und noch drei Stück von denen auch noch. Warte, sind die in einer Horde? Komm. Kommt mal ein bisschen näher. Kommt alle ein bisschen näher zusammen. Dann zeige ich euch, was ich kann. Komm, Feuerwirbel. Ja. Sind alle in der Nähe. Sehr, sehr gut. Okay, ich habe Glück gehabt. Der Kampf geht dann viel schneller vorbei. Okay, der ist weg. Was? Willst du mich verarschen? Ach du Kacke, die saugen mir alles ab. Feuerwirbel. Aber ich muss dich den letzten Prozess geben. Hier, komm. Ihr seid tot. Ihr verdient den Tod. Ihr verdient echt den Tod. Ihr seid merkwürdige Viecher. Da seid ihr alle tot. Und speichern gleich wieder. Und speichern. Warte, was sagt er denn? Hey, scheinbar hast du was Cooles gefunden. RXR wird sie erklären. Und was ist das, was ich gefunden habe? Guten Tag, ich bin RXXR, Protokollführer. Ich speichere deine drei Bestzeiten. Es gibt zwei Modi des Rennens. Welche ziehst du vor? Mit Turboantrieb, ohne Turbo, aber Wechsel. Mit dem Turboantrieb. Rennmodus ändern? Nein. Ach so. Okay, okay. Kein Bock, das nochmal zu machen, also gehe ich einfach zurück. Ich habe jetzt sowieso alles geholt, oder? Ja, alles geholt. Und reden hier mit den Typen über das, was wir gefunden haben. Hey, scheinbar hast du was Cooles gefunden. Ja, er wird dir erklären. Die Erklärung haben wir schon längst gelesen. Guten Tag, ich bin... Ja. Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. Okay, ich dachte schon, ich bin falsch hier. Okay, was ist das denn? Warte, ich will mal erst mich heilen, weil ich bin fast tot. 2.
Gehen wir erstmal hier rein. Verdammt! Okay, werde ich den Kampf bestehen mit so wenig Leben? Weiß ich nicht. Okay, der ist auch tot. Krone wird bald sterben. Das ist nicht gut. Oh, was machst du da? 95, der ist auch schon tot. Okay. Ich schaffe es noch mit meinen 18 Erfahrungspunkten, ist klar, Lebenspunkten. 54 Erfahrungspunkte erhalten. 135 Geld. Yeah. Das ist gut, dass ihr euch in einer Horde versammelt habt. Und so. Drei von denen sind schon weg. Und das ist ein Endertraum, den ich gerade gesehen habe. Dylan, Dylan. Und weg mit dir. 44. Und weg mit dir. 98. Okay, den Endertron werde ich gleich benutzen. 72 Erfahrungspunkte. Boah, zum Glück war dieser Endertron hier. Ja, benutzen. Und wiederhergestellt. Aber der Hunger bleibt. Oh. Oh, der Hunger bleibt noch. Oh. Was bist du denn für ein Teil? Hallo? Hallo? Was ist das? Es ist mitgenommen, scheinbar ein humanoider Roboter zu sein. Fantastisch. Was machst du da zwischen seinen Beinen? Er hat deinen Penis für dich, vielleicht kann ich ihn reparieren. Was? Und wenn er uns angreift? Das wird er nicht, versprochen. Maschinen sind nicht böse. Aber Menschen können sie böse machen. Ja, da hat sie recht, Luca. Ist das etwa Mitleid? Lass mich arbeiten, okay? Sie hat auch eigentlich recht. Also Menschen machen die Maschinen böse, nicht Maschinen werden böse. Die Tür rührt sich nicht. Ja, okay, die Tür rührt sich nicht. Gut, das ist alles. Ich gebe ihnen jetzt mal Saft. Und was für ein Saft? Fruchtsaft oder was? Yeah, Party Time! Okay, ich mag den Roboter. Guten Morgen. Guten Morgen, Herrin. Was ist Ihr Befehl? Ich bin nicht deine Herrin, ich bin Male. Und das ist Chrono. Und Luca hier hat dich repariert. Verstanden, Freundin Luca hat mich repariert. Nur Luca ist okay. Unmöglich, das wäre unhöflich. Schau, ich hasse solche Förmlichkeiten. Du nicht auch, Male? Aber klar. Ich verstehe, Luca. Alles klar, und was ist dein Name? Was mit deinem Namen? Mein? Ah, meine Seriennummer lautet R66-Y. R66-Y? Cool. Nein, das geht überhaupt nicht. Los, Krone, geben wir ihnen einen besseren Namen. Robo, ja, ich würde ihn auch Robo nennen. Robo, Robo, perfekt. Dein neuer Name ist Robo, okay? Ich bin Robo, Daten gespeichert. Hey Robo, warum sind hier keine Menschen? Was ist hier passiert? Es gab viele Menschen und andere Arten meiner in dieser Kuppel. Ich glaube, etwas Schreckliches ist hier passiert. So scheint es jedenfalls. Aber wie kommt es, dass ihr überlebt habt? Wir kamen durch ein Zeittor vom Jahr 1000. In der Ares-Kuppel fanden wir heraus, dass hier ein Tor sein muss. Auf der Suche nach dem Tor fanden wir dich. Aber die Tür zu den inneren Räumen ist dummerweise verschlossen. Ja, dagegen treten hilft auch manchmal. Kein Wunder ohne Strom. Gehen wir zur nördlichen Fabrik. Ich kenne das Sicherheitssystem und kann den Generator dieser Kuppel aktivieren. Das würdest du tun? Ja, da ihr mir repariert habt. Aber der Generator wird nicht lange arbeiten. Niemand muss zurückbleiben und die Tür öffnen, sobald er läuft. Ich bleibe, oder Male? Male bleibt. Okay, sei vorsichtig, Chrono. Also, der Grund, warum ich jetzt Male gelassen habe, ist... Der kleine Kerl hier kann uns heilen. Ja, der kann uns heilen und er ist auf Level 10. Er ist unterlevelt. Okay, er kann uns heilen. Ja, das ist das Wichtigste für mich hier. Wir brauchen jemanden zum Heilen. Und wir gehen jetzt mal zu diesem komischen Sicherheitssystem oder dieser Fabrik da. Speichern wieder. Und schauen uns mal an, was hier da, wie die Party hier abgeht. Okay. Roboter, mach was.
Still. Hebe Sicherheitssystem 00 auf. Was ist das für eine eklige Kacke? Sauer. Der Gegner heißt Sauer, okay. 6. Ach du Scheiße. Ach, 17 Schadenspunkte. Ich dachte, es kommt so was Heftiges. 1, ist klar, du bist ja ein bisschen unterlevelt. 1. Krono musste mir alles wieder zeigen. 1. Komm, stirb doch, verdammt. Und stirb. 5. Sehr, sehr gut. 33 Erfahrungspunkte erhalten. 1 Tech-Punkte erhalten. 20 Geld. 33 Erfahrungspunkte für so einen kleinen Wichser. Okay, hier geht's weiter. Oh, komm. Hört auf, mich auf die Nüsse zu gehen hier. Wie, du machst Laserstrahl? Ja, die sehen ein bisschen anders aus, oder? Oder kommt es mir nur so vor? 168, oha. 80, dann muss deine Angriffsstärke wohl sehr hoch sein. Fick dich. 96. Ja, fick dich doch ins Knie, was... Egal, Roboter, gib ihr. Hilf deiner Freundin, die sich gerettet hat. Und 200 Schaden, okay. 72 Erfahrungspunkte, 150 Geld. Okay. Links Labor, rechts Fabrik. Achtung, Fließband in Fabrik nicht abschalten. Ansonsten Sicherheitssystem aktiviert und Gefahr für Personal. Ich gehe mal nach rechts. Und sehen uns mal an, was hier gibt. Und, was gibt es hier für mich? Okay, da sind irgendwelche Roboter, die auf dem Fließband sind. Robin Hood erhalten. Robin Hood war doch für das Mädchen, oder? Also für Male war das. Ach, scheiße, ich hab das nicht. Ich hab sie nicht dabei. Egal. Ist nicht so schlimm. Okay, wir können jetzt wieder hoch. Ja. Okay, ich dachte, ich komme nicht mehr raus. Okay, das kann ich jetzt nicht bewegen. Was kann ich denn hier machen? Außer rumgammeln. Ach so. Was zur Hölle? Hä? Wieso hat er mich jetzt geschnappt? Ich verstehe es nicht, egal. Stirb. Du bist ein leichter Gegner, deswegen wirst du auch schnell sterben. Was zur Hölle, er lebt noch? Ach so, ja, die hatten ja viele Erfahrungspunkte, total vergessen. Aber die hat nicht doch so viel. Okay, komm, stirb. Jetzt. Okay, die sind irgendwie kräftiger. 94. 33 Erfahrungspunkte. Robo lernt Laserwirbel. Raketrolle erlernt. Oh Scheiße, muss ich jetzt ganze Zeit hier kämpfen oder was? Okay, ich will mal Raketrolle sehen. Raketrolle, komm. Hier, geiler Geile Attacke, okay. 13 Schaden. 40. Na, fick dich doch ins Knie. Verdammt! Ach, wieder egal. Ich wollte einen Feuerwirbel machen, aber die Attacke ist auch geil. Seid ihr jetzt tot? Ja, ihr seid tot. Sehr, sehr gut. 81 Erfahrungspunkte. 3 Tech-Punkte. Ich weiß gar nicht, wozu diese Tech-Punkte sind. Sind sie zum Leveln da oder wie? Kann ich irgendwie raussteigen oder so? What the fuck? Okay, Raketenrolle kann ich über die ganzen Gegner hier machen. Okay, zu Glück kann er diese Attacke. Sonst hätte ich ja Probleme. In die Feuerwirbel würde das auch gehen, aber trotzdem. Diese Attacke. Wie, du machst... Ja, die hat voll... Der Strom schon in den Arsch bekommen. Okay.
Das hat bestimmt bei ihr gekitzelt. Wen greifst du an? Robo. Was habt ihr gegen Roboter? Der Roboter ist ja cool von euch. Ist der coolste von euch allen hier. Hallo, ich will mal eine Attacke einsetzen. Yeah, weg mit euch. Die ganzen Bastardos. Und... weg vom Fenster, oder? Oder? Ja, ihr seid weg vom Fenster. Wie viele Erfahrungspunkte kriege ich? 129. 5 Tech-Punkte. Oha, 5 Tech-Punkte. Okay, klingt ja gut. Muss ich dahin? Hallo? Was seid ihr denn für Viecher? Okay, Feuerwirbel. Ich hab keinen Bock mehr. Zyklon, komm. Ich hab noch so viel abgezogen bei mir. Mein Leben ist fast weg. Geh weg, weg und weg. 104 Erfahrungspunkte für solche leichten Gegner. Oha, die geben mir ganz... geben mir sehr viel... warte. Oha, der hat voll gelitten. Okay, das reicht. Und gehen einfach mal hoch. Und gehen durch die Tür hier. Und kommen zu einem... zu einer Schatztruhe. Mit einem Tonic-Medaillon. Wo führt mich dieser Weg? Okay, das führt mich zu dem hier. Okay, komm her. Zyklon. Laserwirbel. Disco Time. Okay, komm. Fick dich. Ja, hört doch mir die komischen Laserstrahlen. Meine sieht besser aus. Ihr, wie oft wollt ihr noch angreifen? Lasst mich auch mal an. Lasst mich auch noch angreifen hier. Hallo, lasst mich auch angreifen. Hallo, was greift ihr so oft an? Okay, komm. Gib den letzten Schlag. 82. Dankeschön. 66 Erfahrungspunkte. Dann kriegt ihr den Robo sein. Wollt ihr mich komplett verarschen? 95. 85. Okay, der ist weg. Egal, ich sag nichts mehr dazu. Ich sag nichts mehr dazu. Das bringt mir sowieso nicht. Das Mädchen kapiert das sowieso nicht. Okay, geschafft. Ich hoffe, es kommt nicht mehr. Okay, es kommt nichts mehr. Und öffnen. Unterkunft. Und Ether halten. Ey. Nach den Signaturen kann Buchstaben bedient werden. Habe ich das richtig gemacht? Anscheinend schon, oder? Ich habe das richtig gemacht. Ich habe irgendwelche Knöpfe gedrückt. Okay. Kann er noch was machen? Okay, ich habe das... okay, ich habe das irgendwie aus Versehen gemacht. Glück muss der Mensch auch haben. Aber nicht so viel Unglück wie bei diesen Wichsern hier. Oh, ich habe keinen Bock auf euch. Aber ich mag dich ganz und gar nicht. Ihr seid merkwürdige Teile. Komm, 140. 15. Ja, 15, komm. 80. Jetzt kommst du mit Feuer an. Nein, du kommst mit diesen komischen Laserstrahlen an. Okay, wir haben diesen Laser jetzt diesen Kran bewegt. Jetzt müssen wir auf die rechte Seite, glaube ich, und irgendwas machen. Oder? Ich weiß nicht. Wir machen einfach mal. Ich glaube, ich bin jetzt auf der richtigen Seite, wo ich hingehen sollte. 66 Erfahrungspunkte, 2 Tech-Punkte, 120 Bill. Chrono erreicht nächste Stufe. Das speichern wir doch mal. Erst auf Level 15 dann. Hör auf, mit Laserstrahl anzugreifen.
97. 78. Tot. 39. Komm, gib ihm den letzten Schlag. 94. Dankeschön. 48 Erfahrungspunkte. Probe reicht nächste Stufe. Okay, er ist jetzt auf Level 11. Anscheinend. Okay, den Kran haben wir wegbewegt, um was zu kriegen. Ich weiß es nicht. Um eine Truhe zu kriegen. Bolzenklinge. Bolzenklinge, für wen ist das denn? Ja, für ihn. Okay. Man kann hier Robo irgendwas machen. Muss er wohl, oder? Letzter Sperrcode für die Verteidigung. Sabi. Übersetzung. Sabi. Das ist X-A-B-Y. Ach so, das war der Code für irgendwas. Ich hoffe, ich vergesse den jetzt nicht. Sabi, okay. X-A-B-Y. Okay. Ach du Kacke. Und was sagst du hier? Kontrollcode für den Kran. Verdammt! Okay, komm. Raketenroll-Dings, Bums. Okay, wir können noch in den Kran einen Code noch reinmachen. Wir haben hier gerade nur... Warte, welchen Code haben wir gemacht? Egal, ich versuche gleich noch einen Code bei dem Kran. Und wir haben das Passwort schon erhalten, okay. Also gibt es hier momentan nichts zu tun für uns. Denke ich jetzt mal. 104. 85. Luca, greif an. Luca, greif an. Luca, greif an, verdammte Scheiße, nochmal. Danke, 80. Tot. 66 Erfahrungspunkte, 2 Tickpunkte, 120 Gil. Dankeschön und öffne mal die Truhen. 100 Gil. Ein mit in Ether-Medaillon erhalten. Okay, haben wir dann alle Truhen hier geholt? Achso, da gibt es noch einen Weg. Okay, dann müsst ihr noch den Kran bewegen. Okay, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.